Hallöchen und willkommen bei einer neuen Folge Dragon's Prophet. Yo. Mit? Ja. Yes. Mit? Es sind diesmal vier Leute. Da, a.k.a. Psycho-Berserker. A.k.a. Borgis und die Engländer. Ja, ich hasse das. Aber gut. Ja, wir machen Juno-Galerie auf Hardcore. Und hart, dabei ist auch noch Raffzahn. Bei dem wollte ich mich nochmal bedanken. Der hat mir nämlich geholfen, nochmal meine Skills zu überarbeiten. Ja. Danke dafür. Ja. Jetzt mache ich nämlich noch mehr Schaden, als ich eh schon mache. Freunde der Sonne, klar. Macht man nicht so schnell. Ich brauche erst meine Heilung. Ja, bei mir leckt's einfach nur. Ich mache saumäßig Schaden. Auf was hast du geskillt? Ich? Nee, Dana. Ja, achso. Eigentlich. Ist doch Wildheit geskillt. Nein, Schaden. Okay, ich habe jetzt auf Wildheit voll geskillt. Lass und mich raten. Die Sphäre habe ich hochgeskillt, mit der mache ich jetzt 12 oder 13.000 Schaden pro Hit. Du hast wahrscheinlich, also nicht Dana, nicht Raven, nein. Nein, ich bin einfach nur voll Charisma. Charisma, echt? Mhm. Wow, dann das ist so was gibt. Das nennt man so gesagt Beastmaster, dann sind die Drachen halt eben stärker. Ja. Weil ich mache keinen Kampf ohne Drachen, so wie PvP, mein Drach ist immer bei mir. Immer meiner Seite. Ich kann nichts machen. So. Okay, da muss ich gerade das Maul aufreißen. Ich habe null Charisma. Aber dafür 8000 Leben, ne? Fast. Jetzt. 8166. Ui, wow. Also bedarf, da kommt ja gut Loot raus. Dann auch noch Stoff und leichte Rüstung. Was wollen wir damit, ey? Schwere Rüstung ist das Wahre, ja? Genau, ist der Stoff. Echt? Wenn ich Stoff brauche, dann gehe ich zum Schneidern. In der Ecke, genau. Ich glaube, Raven, den hast du nicht geblickt. Stoff? Verstehst du Stoff? Boah, Gott, ey, der hat aber lang gedauert, ja? Ich bin echt enttäuscht von dir. Warum hast du jetzt auf Englisch, Mann? Ha, wie geil. Prestigious so Black Clad Horns. Weißt du auch, was es heißt? Hm? Nein. Super, ich bin begeistert von dir. Haben die Charisma Drachen? Ey, das gibt Dracheneinfluss. Ja, genau, nimm mal mit. Das ist immer gut, Dracheneinfluss mitnehmen ohne Ende. Wow. Auf jeden Fall. Oh, den Scheiß, ich meine, Freunde der Sonne, ich habe hier so einen Fettsack. Ja. Eine Brezellarve. Nee, ich meinte den Baum, aber die Brezellarve auch. Sei ein Baum. Be a tree. Be awesome. So. Was ist eigentlich mit meinem Drachen passiert? Der ist gestorben. Was? Ja, okay, ich habe auch einen richtig Kack. Aber was jetzt richtig geil gemacht worden ist, dass jetzt die Spawn-Raten von den Legis in den Inis-Jets erhöht wurde. Das heißt, wenn du jetzt mit mehr Leuten reingehst, dann erhöht sich die Chance und halt pro Run wird dann halt die Prozentzahl pro Mann halt dann erhöht, so wie ich das verstanden habe. Gehst du dann mit mir Balge suchen, bitte? aber ich glaube, dass sie das bei bald nicht gemacht haben. Ich weiß es nicht. Also ich habe ausgerechnet bei denen, ne? Aber wir haben auch mal auszuprobieren, weil so habe ich es halt verstanden. Ne? So habe ich es halt eben auch wahrgenommen. Wenn das halt so ist, wie ich das verstanden habe, dann ist das geil. Also ich habe durchgehend 2 FPS. Läuft bei dir? Nice. Mit meinen 6. Ich bin auch ein bisschen im Forum unterwegs, ne? Hab da auch gelesen, die haben echt drüber diskutiert, ob Kiwix, was? Seit wann kannst du lesen? Ich kann seit 2 Minuten lesen, nein. Ob sie Balge auf 100% machen würden. Ja, das ist ja scheiße. Das wäre richtig behindert. Aber da hätte jeder Balge. Bei der Abstimmung ist es auch wirklich, dass ungefähr 3/4 sind für Nein, die andere für Ja. Hä? Weil das sind dann die den haben wollen und der Rest... Die haben nichts im Kopf. Das ist doch scheiße, ich will ihn auch. Guck mal, auch wenn ich ihn haben will, aber 100% ist viel zu übertrieben, weil dann rennt jeder mit dem Drachen rum, das ist schon wieder scheiße. Halt mal den Gedanken für eine Minute. Raven, bist du gerade ernsthaft so dumm gewesen? Hä, warum? Willst du... Du rennst einfach rein und alles greift dich an, egal. Ah, nicht. Doch. Jetzt war ich. So. Nee, der Neger? Die Negerin? Ich finde die cool aussieht. Jetzt tun sie beide nicht. Also ich würde sagen, ich
Wie gesagt, ich suche ja auch noch alle Inilegis, also das ist echt krank, ey. Wo gibt's denn meine Freunde? Ich bin da gar nicht so informiert. Halt in bei Balk. Balk kannst du halt fahren, dann gibt's noch in Kohala ein, in der Mojave-Wüste. Das ist Tenzin-Adonna, das ist Schattenblender mit anderen Farbe. Dann gibt's noch mal Abenddämmerung, das ist auch wieder ein Skin von Mitternachtsschatten, oder dann? Nein, von Schattenblender. Das ist wieder ein Skin. Dann gibt es noch einmal Blutfunke, das ist ein Skin von Kobalt. Ja, halt den Gold, mag ich, den würde ich mal haben. Gold, also Goldgelb. Okay. Ja, den kenne ich. Und dann gibt es jetzt noch Fionor, das ist so ein kleiner Petzack. Und dann gibt es jetzt noch Rotdorn. Rotdorn ist einfach nur Indigo-Flamme in Rot. Petzäcke ja, liebe ich. Ja, das kenne ich. Rotdorn kenne ich irgendwo her. Mich hat es das letzte Mal sau gewundert, dass hier plötzlich so ein Steg war. Ja, die Inseln haben sie weggemacht, ne? Weil da jeder so runtergefallen ist. Ich habe so gedacht. So witzig. Und so oft da runtergefallen. Nein. Wo ist denn der kleine Drecksack überhaupt? Frage ich mich gerade. Da ist er doch. Guck mal. Mann, bei mir leckt es so. 2 FPS. Ich kann nichts machen. Ja, dann geh einfach ein Stück zurück oder so. Ich halt einfach drauf und drück V. Ja, das ist die beste Variante. Pray and Spray, ne? So, hey, gibt's hier nicht die Schatztruhe? Ja, die kriegst du, wenn der Bus halt down ist. Ja, genau. So, hauen wir ein bisschen hier raus. Komm, zack, zack. Oh, 4 FPS. Oh, das ist ja... So, da ist die Schatztruhe. Guck mal rein. Schau mal rein, was ist Schönes drin. Dann nehmen wir alles mit. Also es ist ja nicht Alien, wir können ja handeln, also können wir alles mitnehmen. Außer blaue Dinge kannst du nicht handeln. Was? Die sind alle seelengebunden. Ah, stimmt, da war ja was. Wo springt man jetzt runter? Aber es soll bald irgendwas kommen, wo man die auch dann halt entbinden kann. Ja, da gibt's irgendwas mit so Bindungsentfernung übrig. Ich kapier genau, aber das wird noch implantiert. Ach so. Man hat es bei mir gerade gesehen. Sorry. Ich habe versucht, also habe einen Doppelsprung gemacht, völlig random, weil ich habe versucht, meine Flügel auszubreiten. Ich war völlig in Alien. Völlig peinlich, Alter. Wir sind alte Alien-Spieler. Ja, aber echt, ey. Kennst du Alien? Nö. Ja. Musst du nicht. Die Kinder nicht. Musst du nicht. So Dragon's Prophet ist eigentlich das einzige Spiel, was ich auf dem PC sag, sonst immer nur PS3 eigentlich. Ja. PS3, okay. Ich bin nicht so der Konsolenspieler. Ich auch nicht. Ich muss passen. Ich renn gesagt, ich hab gar keine Konsole, also. Nee, ich auch nicht. Könnte ich eigentlich auch sagen, ich bin nicht der Konsolenspieler. Ich lock euch hier mal ein bisschen was an. Obwohl, ich hätte gern Let's Dance oder so für den PC. Das wär ich hab Let's Dance 2014 erst bekommen. Das ist scheiße. Das ist voll witzig. Was ist das denn bitte? Wer? Was ist das denn hier? Verdammtes Larve. Aua, der ist tut weh. Ich nenne ihn immer Grünschimmeldrache. Ja, das ist wie ein Stück Schimmelkäse. Oder auch Grünpuddingrückendrache. Das sieht voll den creepy Namen aus. Nice. Ich hau halt mich lang voll damit. Null Probleme und Bedingungen erfüllt. Na, hast wahrscheinlich ein paar Leute gekillt. Aber was ich auch jetzt richtig geil finde, dass jetzt in diesem Kompass jetzt halt diese Gashas gibt, ja. Ja, ich habe fast alle meine Gefährten-Insignien dafür ausgegeben, nur Scheiße rausgekriegt. Weißt du, ich bin da am Drehen, kriegt so eine, wie heißt das nochmal hier? Warte mal, noch kurz gucken, so eine riesiges Drachengascher raus und krieg ein iPhone Kobalt Blitz. Nein, oder? Doch. Ey, ich werde überall gemobbt. Ja, Dana. Ja. Übrigens, für alle. Aber was auch richtig dumm ist, ich habe ja den Titel eigentlich schon, ne? Aber hab den Titel halt nochmal bekommen. Dann war dann nur halt Level 3 Titel, ne? Das ist voll dumm, Alter. Ist doch ja. Nice. Aber Dana, mach dir keinen Kopf, wir holen dir auch noch Kurbi. Ja, da musst du dir keinen Kopf machen. Ja. Mach dir mal kein Körbchen. Zerbrich's dir nicht. Und damit tschüss Dragon's Prophet. Ciao. Ich seh's. Ja, ich seh's.
Wartet ihr mit dem Boss auf mich? Ich seh dich noch. Oh, jetzt bist du weg. Mann. Was ist denn bei dir los? Das ist eigentlich sonst immer so bei mir. Scheiße manchmal. Oh, ich hab letztens wieder... Okay, die Aussage war scheiße nochmal. Ich hab wieder Planetzeit gespielt, ne? Boah, es gibt so Momente, da bist du so, ja, geile Sache. Und dann gibt's wieder so Momente, wo du denkst, oh, fick dich einfach nur, ey. Ich könnte gerade Alt F4 drücken und... und dann Drachen rufen. Ja, Mann, ich mache heute noch null Probleme und hol mir Insignien. Was, du kriegst meine Insignien? Moment, Kinder. Und aus diesem ganzen Gashas, da kannst du noch Trümmerrot holen und hast du nicht gesehen. Ja. Stimmt, ja. Geil. Da gibt's ja dieses Freundschaftskacke. Ja, da kriegst du auch nochmal Insignien für. Ah, das habe ich ganz vergessen. Nein, kriegt man nicht. Ach, Ruhe auf den billigen Plätzen. Ruhe da hinten. Die einzige Scheiße an Fraps ist, dass ich jetzt keinen Plan habe, wie lange wir schon aufnehmen. Naja, das wird nicht schlimm sein. Ja, mach mal durch. Ich denk mal so, ich schätze... Komm ran. Ich überlege. Oh. Doch so lange, eine Nachricht echt? Per WhatsApp geschrieben. 15 Minuten. Was WhatsApp? Vor einiger Zeit wahrscheinlich. Ich dir? Ja. Ja, ich ja, das habe ich ungefähr vor... Warte, es war genau 58 Minuten, du Vogel. Ja, super. Und du warst sogar online, du hast es gelesen. Hab ich nicht? Da stand groß, dick und fett, ja, mit Untermalung online. Was? Willst du mich verarschen? Da steht einfach nur zwei Buchstaben. Ja. Da steht einfach nur DA. Da. Und er hat gesagt, ich soll sagen, wenn ich... Großbuchstaben. Er hat gesagt, zu sagen, wenn ich in Skype bin, dann schreibe ich da, und dann ist er beleidigt, ja? Also ja, nichts dick und fett. Hab ich beleidigt, sondern ich hab einfach... Hilfe, ich steck fest. Hilfe. Oh, weißt du, was wir mal wieder machen müssen? Nein. 3000 Drachenflöten machen. Ich hab jetzt 180. Ach komm, 180. Das müssen wir mal wieder machen. 3000 Drachenflöten und dann... Aber keine extrahiert, ne? Nö. Also bei mir sind Drachenflöten gar nichts mehr. Ja, es ist einfach nur zum Witz. Kommt okay, mal. Sollen wir 3000 Drachenflöten machen? Ja. Nein. Wie viel hatten wir? Scheiße. Was? Nein, Raven nicht schon wieder. Gute Entscheidung. Ja, okay, wir machen's. Wie benenne ich meinen Drachen um? Echt jetzt? Was? Hat das echt jemand geschrieben? Ja, in Zonen-Chat. Oh, hab ich gar nicht... In Zonen-Chat? Wie geht das? Wir sind noch nicht mal in Laedis. Weißt du was? Ich war gerade draußen aus der Inni. Oh. Freund, der Pitz ist offline. Da oben rechts, wo dir der Drache angezeigt wird, so ein kleiner Pinsel. Aha. Jetzt weiß ich auch, wie man einen Drachen umbenennt. Ich mach den Boss alleine, ne? Bis dann. Wollt ihr mich verarschen? Wie weit seid ihr? Weit. Beim zweiten Boss. Oh, ich... Na gut, ich könnte mich auch zu euch teleportieren, aber das ist mir jetzt nicht... Du bist leicht verfolgt. Ja, Raftan, was los? Eigentlich beim dritten Boss. Ich werde angegriffen. Helft mir! Ist Raftan tot? Nein. Oh. Alter, der ist Level 94. What did you expect? Noch kurz warten. Ja, ich setz mich hier hin. Ups, das war ein Lokalchat. Oh, okay, er ist doch gereckt. Abgereckt. Gereckt? Gefickt. Verreckt. Ryder? Ja, Süße, was los? Bin geregt. Hättest du bitte den Drachen wegnehmen? der zerstört meine Aura. Ach, du Scheiße. Bitte nimm ihn weg. Danke. Ich hasse dich auch. Ich dich auch. Oh ja. Lieber nicht hassen. Besser? No. Wer ist da? Wer ist da? Der Litz. Ich bin da. Nein, du bist niemals da. Hier geht um die Ecke. Und du wirst auch niemals kommen. Au, was war das? Das war eine Übersteuerung. Herzlich willkommen. Was haben wir hier? 800. Ach was. Wo seid ihr denn? Da seid ihr. 600. Das sind 641 und es sieht stylischer aus. Ja, was machst du? Es klingt so, als ob ich gerade... Ist doch mal Stuhl. Ach so.
Sich komisch angehört. Verkaufe Napolitpulver, 23 an der Zahl. Nur schreibt 23 an der Zahl. Ja. Warte. Rainer. Ja. Da ist ich. Dankeschön. Fertig. Jetzt warten wir noch auf Schraffzahn. Ja, wo sind die geile Schnitte? Die war doch. Die war, oh, der war doch vor dir. Der ist gleich da. Der war doch vor dir tot. Ich meine, ich applaudiere gerade auf dem Weg. Gerade auf dem Weg. Ah, gut. Mhm. Dann lass uns schlechte Witze reißen. Hau rein. Du zuerst. Guck mich mal an. Nein, ich guck dich niemals an. Ich meine deine hässliche Pottfresse. Nein. Nulla Tanzen kümmert sich nicht, wer zusieht. Warum hast du Dornpeitscher dabei? Was ich übrigens geil finde, man kann seinen Drachen irgendwo hinstellen. Drücke zum Beispiel F1, ja. Sag dem warten und geh einfach. Nur F3. Hä? Wie? Ja, sieh, guck mal, ich bin hier und mein Drache bleibt da stehen. Ich finde das so nice. Da, oh, damit dann kannst du, jetzt mal ohne Müll, damit ich so, hä, wie geht das, hä? Da kannst du so Leute mit Moppen einfach Kobalt auf seine große Stellung weggehen. Ja, ach, das sieht so mies aus. Geil. Oh, auf die Idee musst du erstmal kommen. Ey, der Typ eben, der gesagt hat, Napolit-Dingens, ne, ich hab dem geschrieben, 200 pro Stück, schreibt er nein, danke, schreib ich ihm zurück, okay, bitte. Keine Ahnung. Boah, bist du nett, ey. Böse, böse. Ja, ja, ich bin der Oberboss, weißt du? Aber mit Sahne, ja. Und Nillekäse. Danke, Raffzahn. Nein, lass den Nillekäse. Hör auf mit Nillekäse. Wie er lacht, wie er jetzt lacht. Er freut sich darüber. Ja, ne? Sagt die, die keinen hat. Oh mein Gott. Und wer sich jetzt das Falsche denkt, der... Der liegt damit ganz richtig. Ich denke jetzt wie ein Käsekuchen. Kein Käsekuchen. Auch, es ist auch bekannt unter dem Synonym. Ich will es gar nicht wissen. Ist auch bekannt unter dem Synonym Creme Fraiche. Oder so ähnlich. Entschuldigung. Wer hat da Kobalt? Barbie. Was denn? Fabi. Das ist nicht meiner, der steht da nur rum, ja? Ja, ja. Drei Fuß. Das lässt ihn irgendwo stehen und fußt, als wird er dir nicht gehören. Richtig. Aber welchen Drachen ich mir am liebsten gerne jetzt fangen würde, ist Popoblüte, ey. Das ist ein richtig schöner Drache. Was? Popoblüte? Popoblüte. Was? Purpur. So Popoblüte. Purpur. Achso. Popoblüte. Popoblüte, auch bekannt unter dem Synonym Arschrosette. Entschuldigung, ihr gebt, so Steilvorlagen, das ist schlimm mit euch, ey. Popoblüte. Ja. Das Einzige, was mir jetzt noch fehlt, ist, dass mir mein Drache auf der Karte angezeigt wird. Ich habe nämlich keinen Plan, wo der gerade ist. Wo ist mein Drache? Der läuft hier so. Gut. Hier läuft. Ich weiß auch damals mit den Katapulten, ne? Diese Katapulte haben Drachen magisch angezogen. Die wollten einfach nicht kommen, so, die Drachen. Das war voll nervig. Übrigens, wir haben es geklärt, wer zuerst Kobalt angegriffen hat. Ja. Das war Dana. Ja. Ist es hier eigentlich der Boss? Ja, das ist der Boss und der hat mir gerade irgendjemand... Weißt du, ich greife zuerst Kobalt an und wer klaut ihn mir? Fabi. Weil da habe ich ihn nämlich auch gesucht, ne, und dann habe ich das Video von euch gesehen, ich so, oh, Alter, dieser... Echt saulustig, was ein Vollspacken, ne? Okay. So, wo wenn das will... Weil ich war ja auch daneben, wo du drauf warst. Hab ich mir nur gedacht, komm Alter, fall runter, verkack bitte. Ja, hab ich auch gedacht. Wow. Nee, hab ich aber auch gedacht. Ach, Leben. Ich hab das geilste Item der Welt gefunden. Seltsame Krawatte. Das Itembild ist eine Fliege. Was? Ja, warte. Ja, hab ich auch mal. Ich post's mal. Bitte schön. Ja, kämpf erstmal. Ja, Moment. Seltsame Krawatte? Die ist voll cool. Das gibt's wirklich? Ja. Ich bin fast dort. Oh, Geld. Oh.
Was? Geld? Ich will auch ganz viel Geld. Mit dem Namen des Besitzers besticktes Tuch. Extrem kostbar. Kann Läden gegen beachtliche Summe eingetauscht werden. Extrem kostbar, ne? Extrem kostbar. Darf ich jetzt kämpfen, ne? Nee, die alte ist irgendwie nicht da. Die ist wieder irgendwie unsichtbar. Doch, die steht hier. Wir haben voll drauf. Also ich sehe die nicht, die ist bei mir unsichtbar. Ja, bei mir auch. Okay, zugegriffen auf das 1 und mein Drache greift nicht an. Okay. Ich kann die nicht anvisieren, die ist nicht da. Ich sehe die nicht. Ja, ist gut, Kraftsam und ich machen das auch. Nicht. Dana, drück ein paar Mal Q, dann stehe ich daneben? Stehe ich daneben? Dana trifft sie. Jetzt hat man Drache, jetzt greift man Drachen. Aber sehen tust du immer noch nichts, ne? Ich schieße in die Leere. Also ich kann so ausmachen, wo sie sein soll und mach da so ein paar Flächen. Ja, dort, wo alle Drachen sind, ne? Ja. Boom, Atombombe. Wir haben noch 430 Leben, 330 meine ich. 200, 180, 150, 73, 30. Ja, mal eine Kiste. Ein Hammer, den mache ich mal nicht direkt auf Dingens. Ich schon. Zwei Handschuhe. Ja, du bist nett. Ja, Dana, du bist auch scheiße. Ihr dürft das alles zwei haben. Ich habe nicht. Ach so, ja, dann will ich es haben. Platz mehr. Nee, ich habe es jetzt schon abgegeben. Ja, scheiße, ne? 6 Gildenpunkte, vielen Dank. So. 6 Gildenpunkte? Ja, 6 Gildenpunkte. 6 Stück. Was hast du bitte schon getötet? Ich krieg auch 6. Entschuldigung. So. Ihr seid so dumm. Ah, Drachensplitterbeutel und Rucksack ist voll. Hey, ich habe eine Laedes-Kassette bekommen. Cool. Ja, ich auch. So, super. Es ist bestimmt Geld drin in der Geldkassette. Oh, Raffzahn sieht eigentlich auch ganz nice aus. Der hat mir vorhin seinen Kuchen gezeigt. Hat der echt der hat dieselbe Rüstung an wie ich? Nee, ähnlich. Doch, auch. Hat er. Nee, nicht dieselbe. Doch, hat er. Das nein, diese Armteilige. Doch, hat hallo. Er. Das ist, deins ist dann, deins ist halt nur für weiblich und seins ist halt nur für männlich. Ne? Das sieht halt gut aus. Und der steht auch auf so schwarze Sachen. Das finde ich gut. Aber da sieht man Brustwarzen. Das ist eklig. Ey, hast du mal gesehen? Das Spiel ist ab 12, verdammt, Mann. Hast du mal gesehen, ey, wie bei manchen Leuten, manche Körperteile, ja, nein, gewisses Eigenleben entwickeln? Also ich winke wieder ein bisschen. Ich gehe mal formell rein, aus Formalitätsgründen ziehe ich einen Anzug an. Oh nein. So. Lass mich winken. Was? Lass mich winken? Wo bist du eigentlich? Wo bist du? Ich stehe neben dir. Oh. Hä, wo ist Dana? Oh, da kann sich jemand in einen Drachen verwandeln. Ich stehe neben dir. Du stehst nicht neben mir. Was für ich stehe genau neben dir. Ich stehe auch genau neben dir, aber Dana sehe ich ehrlich gesagt auch nicht. Doch, ich stehe genau neben dir. Ist das Psyche oder Rafa? Ey, diese Indie ist irgendwie Rafa sehr geil, muss ich sagen. Und Fabi, aber... Also ich sehe alle außer Dana. Ich auch. Ich stehe neben euch. Dana, du bist ich sehe noch nicht mal Danas Drachen. Raffzahn findet das fantastisch. Du bist zornig und nö, verarscht, ich bin gar nicht mehr in der Innie. Das dachte ich mir. Dann mal raus hier, ne? Boah, bist du cool. Ja, cool. Hier? Achso. Okay, ja, alle raus. Raus so. Hier. Das war ja easy. Ich würde sagen, damit haben wir schon wieder eine Folge voll, oder? Jo. Eine Folge voll. Eine volle Folge. Ja, dann würde ich mal sagen. Nee, ich mache mal die Verabschiedung. Ich finde es voll deprimierend. Ja, muss jetzt okay, mal jemand okay, dann würde ich mal sagen. Ja, okay, wieder schauen, reingehauen. Der war gut. Ja. Wieder schauen, reingehauen ist gut. Ja. Dann würde ich mal sagen. Wieder schauen, reingehauen, ne? Copyright. Ah, Ladebildschirm. Wir lieben sie alle, sind mit denen verheiratet und... Dann. Was züngelt der eigentlich hier so? Ja. Mein Ladebildschirm ist so ein komisches Eisvieh mit so einer blöden Zunge, als ob der gerade Eis kotzen würde, ja? Ja. Aber so richtig im Strahl. Nicht so, bekannt. Nicht so rauslaufen, sondern richtig im Strahl. Toll. Schon mal im Strahl gekotzt? Das ist gar nicht so leicht, ne?
Okay, dann Schatten. Macht ihr mal Ende. Ich halte mich jetzt raus. Eine Transportrune kostet 10 Diamanten. Mhm. Ich habe einfach mal 100. Genauso viel wie meine Mom. Alter. Also 10 Diamanten? Also, das kommt jetzt drauf an, wie man sieht, ne? 10 Dragon's Profit Diamanten? Das wären einfach mal genau 10 Cent. Ja. Aber 10 echte Diamanten in Dragon's Profit Größe, das wären auch 10 Cent. Ja. Aber richtige, so ein kleines bisschen mehr, ne? Ein bisschen. Also ja. Richtige Diamanten, da lässt sich ernsthaft drüber streiten, was das kosten würde. Das können wir ja gleich mal googeln, ne? Nein. Google ist dein Freund und Helfer. Also, wie hieß es nochmal? Wer läuft denn da rum? Anisha. Aisha. Gib mir den Stoff. Anisha. Wer ist das? Reiko und Ararak. Keine Ahnung. Was machst du da? Wer? Ach so. Aufladbaren Dingens. Loading. Ich würde sagen, wir quatschen schon wieder nur noch Scheiße. Deswegen ist jetzt Schluss, oder? Okay, Schluss, Ende, vorbei. Tschüss. Bis zum nächsten Mal, Kinder. Tschüss. Tschüss.